Hallo, meine sehr geehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. Wir müssen uns gerade sehr, sehr beeilen, weil die Sonne echt jetzt fix vorwärts macht, um unterzugehen. Wie dieses Wrack hier. Aber wir sind bisher relativ gut vorangekommen. Muss man sagen, darf man sagen. Darf man auch nichts zu sagen. Das ist mir ein bisschen Hupe, Latte. Ich weiß nur, dass wir gerade am Ertrinken sind, wenn ich nicht ein bisschen vorwärts mache hier. Alles Kacke. Ja, bin schon dabei. Wir tauchen auf. Halt durch, Schnucki. Ich hab so Angst. Schwimm, Schnucki, schwimm. Puh. Gut. Da war ja gar nichts. Aha, das wusste ich natürlich. Da ist ein fieser Hai. Ein fieser kleiner Hai. Na, kommst du denn immer raus? Da, schwimm doch da raus. Komm, schwimm da raus. Hm? Komm, schwimm da raus. Hier, da, raus schwimmen. Oder mach einen Flipper und schwimm da raus. Gut, dann lass es halt, oder? Ich hab's ja nur gut gemeint. So, schwimmen mal noch darüber, weil da sind wir irgendwie noch nicht reingekommen, aber ich weiß, dass es auch da bestimmt einen Weg reingeben muss. Wir haben ihn nur noch nicht gefunden, weil hier kommen wir leider nicht rein. Nee, hier ist uns der Zugang verwehrt. Nö, echt? Wow. Ich muss hier mal eben schnell eine von diesen Kisten ablegen. Oder gleich alle drei. Können wir nicht gucken. Können wir noch was zusammenlegen hier? Ja, können wir ja noch was zusammenlegen, ja? Das. Das können wir auch noch hier reinlegen. Warum habe ich das eigentlich aufgesammelt? Das braucht kein Mensch. Oder? Warte mal, wo ist hin? Fernglas. Warte mal, wir nehmen mal das so, dann nehmen wir mal das. Kann man das nutzen? Oh, Tatsache, man kann es nutzen. Ui. Ich kann meine Füße nicht sehen. Ha, Beschiss. So, mitnehmen. Ich kann wieder nicht. So, was hatten wir hier drin? Was wollte ich mitnehmen? Den und den wollte ich mitnehmen. Was haben wir hier? Oh, ein Gasoliner. Dicke Gasolina. Was haben wir hier? Jetzt auf einmal geht es, weißt du? Jetzt auf einmal kann ich hier dran hochspringen. Aber ich häng fest. So, aber so wie ich das sehe, haben wir noch kein Stück Holz aufgesammelt. Wo sind meine Kisten? Weil die Sonne macht jetzt echt vorwärts, um unterzugehen. Holz. Holz. Na, toll. Na, wackelst du immer noch mit dem Köpfchen? Was? Nein. Doch, ich seh's doch. Lüg mich doch nicht an. So, die Kisten wackeln auch immer noch. Ja, wir haben noch kein Stück Holz aufgesammelt. Warte mal. So, warte mal, hier hatten wir... Das kommt hier rein. Vier. Was war? Your Abfallschwimmer has drifted very far away. Will be lost forever if you don't recover it during this session. Was? Ah, das sind diese Bojen. Ja, die Bojen hauen wieder ab. So, warte mal, das und das können wir noch zusammennehmen. Dann haben wir hier noch das. Das können wir noch hier reinpacken. Zack. Jetzt haben wir hier unten ein Seil, ein Stoff. Stoff hatten wir sonst nirgends. Hier haben wir noch zweimal Leder. Warte mal. Ich mach mal eben das hier rein. So, dann machen wir das auch noch hier.
Das machen wir auch noch hier rein. Bisschen Desinfektionsmittel, das muss da rein, das gehört da rein, das geht nicht anders. So, dann, hier waren Steine drin. So, können wir immer noch einen Stein reinmachen. Ja, jetzt habe ich meinen Speer wieder fallen lassen. Ist ja super. So. Super. Super ist das. So, was brauchen wir denn für eine kleine Axt? Hier, Axt. Ein Holz, ein Seil, zwei Steine. Und für eine verfeinerte Axt brauchen wir dann noch einmal Leder, einmal hier Dingens und halt eine normale Axt. Ist okay. Ist völlig okay. Wo sind meine Kisten? Steine waren hier. Stock habe ich noch bei mir. Zack. Zack. Ich kann noch keine Axt machen. Warum kann ich noch keine Axt machen? Habe ich meine habe ich die Stöcke abgelegt? Ja, ich habe. Nee, ich habe die Stöcke noch bei mir. Kann ich keine Axt machen? Ah, Seil, Seil. Ja, geil, mir fällt ein Seil. Ja. Nice. Zack. Haben wir. So. Müssen wir halt wieder im Dunkeln hacken gehen. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, es sieht nicht ganz so dunkel aus. Ich weiß, es ist wieder eine Aufnahmesession, wo ich einfach aufnehme. Und dann kriege ich später die Kommentare und sage dann so, ah, okay, ja, danke, oder? Oh, Kacke, nee, das war Kacke, oh. Wie ihr schon merkt, eine normale... Nimmst du... Hallo? Jetzt. So, die ist schon lang. Die ist schon groß, die nehmen wir mit. Richtig hinsetzen. So. Hopp. Das können wir auch direkt mitnehmen hier. Zack. Ich nehme jetzt einfach wieder wahllos alles mit, was wir hier finden. Kann ja nie wissen. So, zack. 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 Ja, auch nochmal. So. Jetzt. Wird's noch gerade. Ab zu den Kisten. Jetzt sind wir den Kisten aber schon ein bisschen besser. 1, 2, 3. Eins. Und 2, 3. Habe ich das wieder fallen lassen? Ne? Ja, natürlich hab ich. Ich rutsche immer von den Tasten. Ich nehme immer die falschen Tasten. So, wir haben noch so eine richtig große, lange Paar. Hi, hi, hi. Hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mitkommen. Hab ich sie? Ja, ich hab sie. Komm. Ab ins Sonnenlicht. Also die reflektierte Sonne. Schüttel doch nicht so den Kopf. Der war nicht so schlecht. Bitte. So, und zwar will ich da mal versuchen, was passiert, wenn wir... Wie viel hat sie noch? Noch 84%. Wenn wir schauen, dass wir die Axt aufrüsten, wenn sie beinahe unten ist. Ob das vielleicht ein bisschen effizienter ist, das weiß ich noch nicht. Aber es könnte natürlich sein. So, legen wir gleich wieder alles ab. Oder was könnten wir hier ablegen? Den können wir ablegen, den können wir ablegen. Hier legen wir das schon mal ab.
Warte mal, hier habe ich auch noch. Das wird jetzt ein bisschen peinlich. Eins, zwei, drei. So, also wir können noch zwei Stöcke mitnehmen. Und da können wir auch noch. Hier können wir auch noch. Da ist voll, da ist voll, da ist... Ah, wenn wir noch Steine finden, können wir die auch noch mitnehmen. Ansonsten ist alles voll. Oh, hier, ganz übersehen. Das war ein ganz übersehenes Versehen. Also, warte mal, zwei Stöcke. Ich glaube, das gibt zwei Stöcke. Und... Einmal. Zwei. Hey, hallo. Zweimal. Dramatische Musik. Hier. Zack. Also können wir immer noch einen mehr. Ja? Ne, warte mal. Das war nicht hier. Das war nicht hier. Das war hier. So, ist auch das voll? So, Steinchen. Haben wir irgendwo noch kleine... Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Oh. Mit... Mit. So. Oh. Oh. Das war nicht gut. Das werde ich nicht mehr in den Mund nehmen. Oh ja, haben wir eine Wurst liegen lassen. Das Problem dabei ist halt, dass uns das jetzt genau gar nichts gebracht hat. Jetzt geht das nur noch schneller runter. Jetzt haben wir eine Magenverstimmung und das ist natürlich sehr ungeil, sehr unsexy. Wenn wir hier noch weiter looten möchten. Und daher ist es jetzt Zeit, direkt loszugehen. Warte mal, ich schnapp mir mal eben schnell so eines hier. Nö, so geht's. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha. Hier habe ich natürlich jetzt auch keinen Platz mehr. Das heißt, wir müssen mal die Kisten abwerfen. Mal gucken, was wir hier drin haben. Hier habe ich noch ein Plätzchen. So. Dann geht das nämlich auch. Paddel mitnehmen. Paddel, 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 paddel. Ich muss Wasser finden. Ja, ich weiß, ich bin ja schon unterwegs. Wie, wir müssen Wasser finden? Moment mal, diese Ration sollte eigentlich reichen. Das ist unsere Insel. Das ist unsere Insel da. Ist das unsere Insel, oder? Ne, warte, das ist unsere Insel da. Muss ich jetzt schon wieder Wasser finden? Diese Rationen, diese Portionen, portionierten Rationen, die sollten eigentlich reichen, um das wieder so ein bisschen in Schuss zu kriegen. Sag mal, schubst mich hier wer die ganze Zeit? Ich sehe nichts. Oh, hab ich Hass gluckern. Auf 100 und zurück schwimmt ein Hai hinter uns. Aber sowas von. Ich glaube, der ditcht uns auch die ganze Zeit an. Was fällt denn dem eigentlich ein? Bist du von der High Society oder was? So, und wir paddeln gemütlich vor uns hin, 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 hin. Ey, lass das. Du machst mir ganz narrisch. Du narrischer kleiner Hai. Ich
Nein, ich werde jetzt die hohe Stimme nicht singen. Das dürft ihr gerne übernehmen. Das dürft ihr gerne übernehmen, dann könnt ihr das, keine Ahnung, auf Instagram posten und mich benachrichtigen damit. Das ist so schön. Es ist langweilig. Ich werde mir irgendwann wirklich eine Brücke bauen. Wir werden Brücken schlagen. Warum? Weil sie es verdient haben. Sag mal, sind wir bald da? Ich muss mal Pipi. Und groß. Ich habe Durst. Was dachte ich, mein Boot ist auf einmal weg. So. Voll erschrocken. Ey. So. Zack. Wo ist mein Boot? Da gucke ich runter und sehe nur so ein bisschen Wasser und Boot, so ein bisschen und so. Ich muss sterben. Ja? Sind wir doch da, hm? Ist nicht mehr da? Oh, armes kleines Hai. Oh, armes kleines Hai. Da gleich, du, fliege ich aus dem Boot. Hallo, Insel. Willkommen, ich bin ja wieder da. Es war sehr schön auf meiner Fahrt, auf meiner Reise. Ich bin vielen begegnet, ich habe vieles erlebt. Ich habe Haie getroffen. Die wird erhöht. So. Komm. Zack. Trautes Heim, Glück allein. Es ist echt wunderschön hier. Ich habe mir keine bessere Insel suchen können. Klar, wir leiden an permanenter Steine mal. Ne, das ist eine Taschenlampe. Das ist kein Stein. Eine Fackel. Wir leiden zwar hier am permanenten Steinemangel, aber naja, was soll's. So. Sind wir da? Sind wir wieder daheim? Daheim ist daheim. Hier geblieben. So. Warte mal. Das können wir schon mal rausnehmen. Das nehmen wir auch raus. Ich habe Steine. Holz und sonst noch so ein paar kleine Utensilien. Lassen wir da. Und lassen wir da. Und Holz. Also wir haben ein paar Holz haben wir auf jeden Fall. Wie sieht's aus? Ja, es sieht doch wunderbar aus. Wunderbärchen. Weil ich ein Wunderbärchen bin. Oder weil ich ein Wundesärchen habe. Ist ja auch egal. Warte mal, hier. Ah, das war das Falsche. Das wollte ich eigentlich hier ablegen. Und das wollte ich hier ablegen. Hier geblieben. So, aha. So, da hier ein bisschen stapeln hier so. Da. Komm. Komm. So, gut, was tun wir jetzt noch? Was stellen wir jetzt noch an? Wollen wir das Holz? Wir könnten eigentlich jetzt die Kiste mit dem Holz nehmen und die schon mal rüberbringen. Mit, die nehmen wir auch mit. Nehmen wir mal mit. So, und das restliche Zeug können wir erstmal alles da lassen. Wir gehen mal schnell rüber zu unserem kleinen Haus. Der Stein ist echt. Wo kommst denn du Kackstein jetzt her? Habt ihr den hier geworfen? Hä? Eins, zwei, drei. So, rüber. Nicht nach vorne. Eins, zwei. So. Schön.
Na, du bist doch, ey, bist du deppert. Ja, nehmen wir mit. 1, 2, 3. So. So, die brauchen wir nämlich auch. So, wunderbar, wunderschön. Happy New Year und tralala. Wir müssen erstmal das Holz klein hacken. Und für eine Treppe haben wir jetzt auch genug. Das heißt, wir können jetzt auch Treppen bauen mit richtig Holz. So Holz, da hinten so Holz. So, so, so. Entschuldigung. Ich reiß mich schon wieder am... Nein, ich sage es nicht, weil ich werde es sowieso nicht tun. Ja, da... Hallo... Hallo... Ja, warum soll ich was versprechen, weil ich sowieso nicht tun werde? Hm? Da verspreche ich es doch lieber gleich gar nicht. Ich werde mich nicht zusammenreißen. Nein. Ich werde weiterhin blöden Unsinn labern. Ja. Every day I'm shuffling, hä? Huh? So. So, wo bauen wir nun weiter? Bauen wir hier weiter? Ja, komm, wir bauen hier weiter. Zack. Zack. Es reicht nur leider nicht weit. Wir können natürlich auch... Warte mal. Wenn wir jetzt das hier nehmen. Holzfenster. Wie viel kostet ein Holzfenster? Das kostet mich nur 3. Das heißt, bei 3 kriege ich 1 Kranz. Ja, geil, nehmen wir. Bauen wir hier noch ein paar Fensterchen rein. Zack. Nee, warte mal. So. Kann man hier nämlich noch ein bisschen rausgucken? B-A-S-D. S, nicht X. S, Trottel. So. Oh, wie viel wir bauen können, ey. Ich baue von jetzt dann nur noch Fenster. Ich will eigentlich nach rechts gehen, danke. So, dann hängen wir noch ein bisschen drauf los. Oh, Fitness. Level aufgestiegen. Yay! Ich finde das mit dem Fenstern gar nicht so gut. Kann man so ein bisschen ausgucken, gucken, wenn Hai vorbeikommt, mit der Pude, abschießen. Ihn dann seinen Weg weiter treiben lassen. Mach's gut. Irgendwann baue ich mir ein Dach. Aber ich habe mir so überlegt, den nächsten Boden vielleicht so mit normalem Holz zu bauen. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Müssen wir mal eben schnell nachgucken. Ja, der würde natürlich echt cool aussehen. Wie viel haben wir denn davon jetzt? Wir bauen mal... Ich guck mal eben, ob ich einen hinbauen kann. Jetzt muss ich schon die Tür benutzen. Fast. Ich kann auch noch hier raus hüpfen. Das Problem ist, ich glaube, ich habe nur eines davon. Weil ich das andere Zeug nie eingesammelt habe. Aber so im Holzlook würde mich natürlich jetzt... Ah, hier mal. Zweimal, dreimal. Oh, war das laut. Das würde mich jetzt natürlich echt voll krass reizen. Ja, ich finde das voll reizend. So, was war das denn? Wo kam das jetzt her? warte mal, ich habe doch hier irgendwo die Kisten noch hingelegt. Wo habe ich meine Kisten wieder hingelegt? Gleich lande ich im Wasser. Ja, ich habe es genau gewusst.
Also hier sind ja mal ein paar Kisten, aber da war wirklich nur Holz drin. Und der Muck geht schon wieder unter. Ja geil, dann sehe ich ja meine Kisten gleich. Ja, toll. Da vorne. Die habe ich echt nicht gesehen im Dunkeln. Steine. Taschenlampe. Noch ein bisschen mehr zum Wasser machen. Wir haben noch ein paar Tücher und Hammer. Tücher und Hammer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben hier ein paar Tücher und Hammer. So, jetzt zerreißt mich aber die Geduld, ey. Ich will das jetzt wissen. 1, 2, 3. So, wir bauen uns einen. Wir bauen uns einen solchen. Ja. Ich brauche mehr Holz dafür. Ich leg das mal eben hier hin. Wie viel brauche ich für ein Feuer? Ich muss meinen Hammer aus der Hand legen. Echt, das ist so umständlich gerade. Ich brauche 4. Ich brauche 4. Jetzt habe ich natürlich wieder ein... Ich denke mal nein, dass hier irgendwo ein weiterer Stock rumliegt. Ich denke hart nein. Was war das? Oh, Fruchtkura. Geil. Also hier liegt definitiv nirgendwo ein Stock. Okay, jetzt liegt hier nirgendwo, definitiv nirgendwo mehr ein Stock. Na, nee, nirgendwo. Okay, jetzt liegt hier aber definitiv nirgendwo mehr ein Stock rum. Das kann gar nicht sein. Also so viel Glück hätte ich in meinem Leben, glaube ich, noch nie gehabt, dass hier noch der letzte Stock rumliegen würde, den ich jetzt benötige. Darum liegt ja auch kein Stock mehr rum. Es liegt kein Stock mehr hier rum. Definitiv keiner mehr. Komm schon, Spiel. Du willst doch, dass ich Unrecht habe. Komm, gib es mir. Ich kann nicht damit leben, wenn ich jetzt noch einen Stock finde. Echt, das wäre das Aus für mich. Das wäre sowas von das Aus für mich. Wenn hier einfach so ein Stock rumliegen würde, den ich nicht gesehen hätte und ihn gerade auch nicht brauche. Das lässt sich nicht verarschen. Schade, hätte ja funktionieren können. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Und dann nämlich sucht sich Äste. Man muss manchmal echt gut gucken, weil die können wirklich hier überall dazwischen liegen, hä? Oder auch hier drunter. Was war das noch? Da, Setzling Palme. Ich dachte schon, da ist ein Stock. Baum, Fikus. Hat sich gleich ausgefikust bei dir. Warte nur, bis ich ein Messer habe. Oder eine Axt. Oder was Sinngemäßes dafür. Das kann doch nicht sein. Das Spiel will mich echt manchmal verarschen. Da wirft es mir wieder ein paar Stöcke hin und dann ist wieder... Ach ne, komm schon. Ah ne, komm schon. Wilson! Wilson! Oh, das wäre natürlich cool, wenn man hier Wilson finden könnte oder würde. Ich glaube zwar nein, aber das hätte so Style. So habe ich einen Fikus. Ach, Entschuldigung, wo haben wir denn hier einen Fikusbaum?
Salve! Oh, oh, oh. Warum Fikus? So, was wollte ich jetzt nochmal bauen? Ah, stimmt. Ein Lagerfeuer-Dingsbums, da mit der Tonne. Das hier. 13 Tage haben wir schon überlegt, schon fast 2 Wochen. Und das hier. Was? So. Moving up, ein Hoboofen. Für was auch immer ein Hoboofen ist, ich habe keine Ahnung. Steht ja leider nicht bei, wofür das gut ist. Räucherofen. Ich glaube, wir werden uns noch so eine machen irgendwann. Da können wir uns nämlich so Plankenholz machen. Und hier so einen Brennofen kann man sich auch machen. Jetzt habe ich natürlich kein Fleisch, um zu testen, wofür das gut wäre. Warte mal. So, warte, rennt sie jetzt? Ja, jetzt rennt sie automatisch. Ja, geil. Jetzt habe ich immer eine Hand frei, wenn ich will. Es wird Zeit, dass wir das... Es wird Zeit, dass wir das Haus hier endlich fertig kriegen. Es pisst immer noch rein. Ist ja der Horror. Död. Ja gut, dann würde ich sagen, die reißt mir mein Haus aber nicht weg, oder? Das wäre jetzt übel, kommt eine Flutwelle, Haus weg, zack. Würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch jetzt noch eine angenehme Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in der nächsten Folge. Aber diese Aufnahmesession ist erstmal für mich rum. Also ich höre nicht auf, aber ich muss halt ins Bett. Das heißt, Aufnahmesession wieder vorbei. Aber es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Unser Haus nimmt immer wie mehr Form an. Ich bin sehr gespannt, wie es damit wohl noch weitergehen wird. Machen wir eben nur noch schnell die letzte Wand fertig. So. Ja, ich glaube, das kann sich sehen lassen. Ich glaube, das wird gar nicht so übel. Hammer. Gut, dann, ja, bis zum nächsten Mal, ja. Gehabt euch wohl. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich den Sturm hier überlebe. Ich setze mich jetzt einfach hier hin. Macht es gut. Bis Danny. Tschüss und... Ciao.